Gut, wir kommen zu den Sitzverstellungen. Jetzt haben wir ein Sofa-Prinzip und in diesem Fahrzeug können bis 5 Personen mitfahren. Das heisst vorne 2 und hinten 3. Ich muss es umbauen für das, dass ich hinten Leute mitnehmen kann. Das nehme ich Küsse hier weg auf die andere Seite vom Sofa. Nehme hier die Polster weg. Dann kommt hier so eine Grundplatte vor, dass ich die aufdrehen kann. Seht ihr hier einen schwarzen Knopf? Kann ich die vornehmen. Hier aufpassen, mit den Gurtschnallen sie die vornehmen. Dann kann ich die komplett die Gurtschnallen hier drüber legen. Dann habe ich die Sitzfläche. Bis das etwas bequemer wird, kann ich hier wieder zum einen die Sitzfläche nehmen, wo man einfach draufhocken kann, dass das bequemer wird. Und dass ich hier vorne auch die Füße nehmen kann, nehme ich die Polster wieder weg. Ich kann hier das Teil öffnen, dann die Sitzfläche davon. Und hier in diesem Fächer oben dran seht ihr es, kommt die Kopfstütze vor. Dann kann ich hier die Kopfstütze, wie es bei jedem Mal auf dem Hebel ist, rein tun. Dann ist das ein kompletter Sitz, den man mitnehmen kann. So wie, wenn ich es hier vorne ziehe, seht ihr, Junge, ist die Isofix-Verankerung, die wir auf 2 Sitzen haben, sodass wir auch Leute, die ein Kind mitnehmen, die noch eine Kinderrückhaltevorrichtung brauchen, so im einfachen System.